Hey Leute, und herzlich willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Wir sind wieder auf Shoreline unterwegs. So, ich hatte der Nachtrun ja so geträumt und ihr fandet die M4 so sexy. Aber die ist auch sexy. Also sind wir nochmal nachts unterwegs, wieder auf Shoreline. Das letzte Mal war es ja echt erfolgreich. Diesmal pisst's aus Eimern. Läuft doch wer, oder? Ja, das letzte Mal war der Run sehr erfolgreich. Deswegen dachte ich, nehme ich euch gleich einen zweiten auf. Mal wieder schön im Regen. Das ist immer gut, dass man gar nichts mehr hört. Und das Nachtsichtgerät, danke für die Empfehlung übrigens, absolut der Hammer. Habe ich ein richtiges Magazin drin? Ja. Achso, genau, mein Loadout. Ja, wie immer die M4. Das gute Nachtsichtgerät, der Raid-Rucksack. Ich habe drei Wechselmagazine dabei, eins davon in meinem Container. Dass wenn ich tatsächlich drauf gehe, dass mir das nicht verloren geht. Wir gehen Richtung Magic Loot House und dann runter Richtung Küste. Vielleicht auch mal wieder nach Loot Island. Das muss jetzt auch mal wieder sein. Da waren wir schon Ewigkeiten nicht mehr. Ich kann nicht sehen, ob die Tür offen ist oder nicht, weil es so sehr regnet. Aber ist geil. Die Wettereffekte sind geil. Sogar auf Medium sind die der Hammer. Ich muss mir auch mal für die M4 60 Schuss Max kaufen. Ganz wichtig. Oh, das ist wieder auf dem Flea Market gut Money wert. Ja, ist jetzt nicht so besonders, aber ist okay. Ist okay. Natürlich immer die Jagd nach guten Valuable Items und Schlüsseln. Ganz wichtig, Schlüssel. Leider nicht. Ist das denn eine Lunchbox oder was? Nee, Schrauben. Sind auch gut was wert. Nehme ich. Gunpowder nehme ich auch. Hier ist nix. Werkzeugkiste, was haben wir da Hübsches? Oh, warum nicht? Leider kein Benzintank. Was ist das denn? Ist das ein Flachmann oder was? Eine Powerbank. Die könnte auch was wert sein, weiß ich nicht. Hatte ich noch nie.
Dachte, ich hätte was gehört, aber kann auch nur das Wetter gewesen sein. Schauen wir kurz, wie sieht es denn ohne Nachtsicht aus? Ah, oh, geht. Hier trotzdem mal Richtung Village. Um ehrlich zu sein, hätte ich das Hauptaugenmerk natürlich wie immer auf die Secret Stashes. Da kann ja alles Mögliche drin sein. Dann Villas, der Safe. Und runter Richtung Küste, dieses Haus mit den beiden Safes. Eventuell noch Loot Island, wenn wir noch Platz haben. Und da müssen wir schauen. Die Milch, die trinke ich nachher gleich noch. Und ein bisschen Munition. Na gut, why not, ne? Was haben wir da Hübsches? Und Schrot. Ich weiß jetzt nicht, mit Schrot, mit der Muni-Art kenne ich mich gar nicht aus. Vielleicht weiß das einer von euch, ist das guter Schrot oder was? Muss ich jetzt mal schnell reinlesen. Wir gehen diesmal links rum, Richtung Villas. Und dann von den Villas aus direkt Richtung Tankstelle runter und versuchen in das Verwaltungsgebäude unten zu kommen. Mal schauen. Bisher nicht mal Scav-Kontakt, also. Interessanterweise habe ich aber auch gar keine Schüsse gehört. Es kann sein, dass die natürlich. Ich glaube, da waren welche. Durch das Wetter übertönt werden, wollte ich sagen. Aber normalerweise hört man oben im Sanatorium dann schon immer mal so ein bisschen Geballer. Ich glaube, dass ich da gerade noch einen Scaff abreden hören.
Das kackt im Grunde mal. Sobald wir es benutzt haben, lege ich es weiter hoch. Na komm. Genau, kommt auf die 4. Duffelback ist leer. Ein Wechselmagazin für die AK, wenn es mal heiß hergeht, ne? Das Greffproblem haben wir erledigt. Es bleibt nur noch ein Spielerproblem. Aber hier war noch niemand. Oh, Mario! Aber wäre gut möglich, dass bald jemand kommt. Moment mal, ein Key für eine Quest und ein Storage Key, die auf jeden Fall mal einstecken. Ah, der Machine Key, der ist für die Quest mit dem Medaillon vom Prepper. Na, warten wir mal ab. Was heißt abwarten? Wir durchsuchen jetzt natürlich erstmal. Erstmal schaue ich, wie sieht es denn mit der Health aus? Der rechte Arm ist komplett kaputt. Meinen Bauch würde ich gerne noch heilen. Wunderbar. Schauen wir noch in den Waffenschrank. Machen wir noch ein bisschen MacDrill hoch. Hier ist jemand. Thank you.
Entweder ist ein Scaff. Ich glaube, das war die Außentür. Aber die Luke in die Jacke? Nee. Tunnel wahrscheinlich, oder? Nee, Road to Customs tatsächlich, okay. Lieber ein bisschen vorsichtig. Wir haben die Büsche vor dem Haus gehört. Dangerous, ja. Also ich schätze stark, dass es ein Scaff ist, aber... Was war denn das? So ein Blitz, ja, okay. Es gewittert. Einleuchtend. Oder ist da ein Spieler einfach vorbei? Ja? Den haben die Villas nicht interessiert, der ist einfach gleich weiter. Vertraue ich aber nicht drauf. Sieht ohne NVG tatsächlich noch relativ gut. Problem. Und die können da unten so viel Action machen, wie sie wollen. Also die Scaffs und so, das passt schon. Wir sind heute eh schon mal angeschossen worden. Ungeil, aber... Also Richtung Tanke und Verwaltungsgebäude und danach Richtung Road to Customs. Ganz einfach. Erstmal einen Schluck Kaffee. Weil die Zeit spielt für uns, wie immer. Wir sind ja eigentlich auch immer recht geschwind bei der Sache.
an dem kaputten Haus bin ich jetzt schon vorbei. Scheiße, da hätte ich noch hingehen können. Wegen dem Secret Stash, aber ist okay. Ich meine, wir sind ganz gut equipped soweit. Habe auch noch eine extra Waffe. Natürlich wäre mir eine Waffe von einem Spieler lieber. Aber ich mag meine M4. Die kann schon was. Und kostet in dem Bild auch gar nicht so viel. Den Griff, den habe ich tatsächlich gefunden. Den habe ich nicht gekauft. Das ist ja der... Ja, hier der Tittengriff halt. Und der ist halt geil, aber... Den habe ich nicht gekauft. Da war eigentlich vorher der RZ, glaube ich, heißt er 0 oder RZ1 war dran. Und so in dem Bild, wie ich sie mir baue, kostet sie so um die 200 bis 300k, je nachdem wie jetzt halt der Flea Market gerade ausfällt. Ich habe ja die Händler noch nicht so hoch. Das machen wir nach dem nächsten Wipe. Da kümmern wir uns gleich mal um die Quests und alles. Ich habe ja das Spiel vor kurzem erst angefangen. Und da dachte ich mir, jetzt musst du erstmal das Gameplay lernen, bevor du dich auf sowas hier einlässt. Und ihr seht's ja, wenn ihr die Folgen abzählt, Shoreline, eine absolute Lieblingsmap. Zu weit weg im Regen, ich sehe das nicht. Aber da ist auf jeden Fall eine auf Loot Island. Hier war tatsächlich auch schon einer drin. Okay. Dann kann es sein, dass das Verwaltungsgebäude auch schon gecheckt ist. Oder, also dass der Typ, der was da lang gelaufen ist, der was da unten gerade schießt, dass der das Verwaltungsgebäude schon gecheckt hat. Oder dass er da zumindest noch hinkommt. Würde ich mir jetzt drauf einlassen. Was hast du so? Ihr wisst, die Messer kann man gegen MP5s tauschen. Deswegen sack ich die eigentlich immer ein. Ja, das ist alles nichts wert. Okay. Kein Key, schade. Da hinten kann ein Key drin spawnen, recht selten, ne? Die Tür ist zu. Das ist nicht normal. Die Tür ist normalerweise offen. War hier schon. Ist auch keiner mehr da. Schade. Da war ich zu langsam.
Jetzt halt die Frage, soll ich dem Typ entgegengehen? Ich meine, der wird dann bei Tunnel extracten wollen, schätze ich mal. Wenn er da noch nicht... Das ist immer noch eine Schießerei da hinten. Wisst ihr was, wir gehen rein. Jetzt ein bisschen sprinte und mich da auf die Lauer leg, dann könnte ich ihn theoretisch am Schiff selber noch wegholen. Ja, locker. Also von der Zeit her meine ich locker. Ich muss halt relativ nah ran, dass ich überhaupt was sehe. Ja, ich bin immer noch zu weit weg, dass ich was sehen könnte. Ich werde versuchen, mich in so eine Position zu begeben, dass ich ihn gegebenenfalls, wenn er nicht schon weg ist, abfangen kann. Ich sehe auch keine toten Skeffs. Das ist es halt. Ich möchte jetzt auch nicht aufs Schiff, weil das macht einen heiden Lärm. Das kriegt er mit. Und der da mit Looten beschäftigt ist, noch. Dann kriegt er das nicht mit, wenn ich hier lang laufe. Oder ist ein Dorf. Wäre auch noch möglich. Nee, da ist er. Ihr habt es auch gesehen, oder? Hier unten irgendwo, aber das Wetter ist so scheiße, dass ich nicht sehe, wo der hin ist. Und da hatte ich wieder meine optische Täuschung. Das sehe ich so tatsächlich besser, ob sich da was bewegt. So lange hängt der doch nicht auf Loot Island rum, oder? Oder doch? Nein, war schon drüben am Tunnel. Schade!